Und ein herzliches Willkommen zurück nach drei depressiven Teilen von Pokémon Tactics auf der Nintendo Switch. Sehe ich mich leider gezwungen, wieder mit Knackkrackbissen zu kämpfen. Ich hoffe, dass ich mit dem mehr Glück habe momentan bei meiner Aufnahmesession. Für euch vielleicht langweilig, ich weiß nicht, mir kommt so vor, als findet ihr Knackkrack langweilig. Kann ich persönlich natürlich nicht nachvollziehen, weil Knackkrack finde ich echt klasse. Aber ihr wollt ja immer gern andere Pokémon sehen. Aber wie ihr gesehen habt, bringt mir das überhaupt nichts. Leider. Okay. Zuerst ein Computerkampf. Vielleicht finden wir gleich jemanden. Schauen wir mal, wen kriegen wir? Der Cody aus Amerika. 34 Siege, Gruppe D, 5. Mit Pikachu. Okay. Das ist doch jetzt mal ein Anfang. Ein kleines Pikachu gegen einen ausgewachsenen Knackkrack. Mal schauen. Entschuldigung, Cody. Mir tut es selbst immer so leid, wenn ich so zu anderen Spielern bin. Der schützt ihn dann sogar eine Zeitweise. So. Auch wenn das auch vorhin ein bisschen knapp wurde hier. Cody, hast aber gut gekämpft. Auch wenn du zum Schluss eigentlich nur dasselbe gemacht hast. Aber aus Verzweiflung habe ich gemerkt. Das tut mir so leid. Held von Ferrum. Ach ja. Neuer Titel. Wo habe ich den jetzt verdient? Oh Gott. Übertragung. Wir suchen einen Gegner. Beziehungsweise wir suchen Internet. So. So, wen kriegen wir jetzt? Neue Herausforderung. Ach, der Nate aus Amerika. 432 Gewaltruhe, den kennen wir schon. Ich weiß jetzt leider nicht von wie vielen Teilen, aber... Den kennen wir schon. Gruppe B4, oh mein Gott. Es geht weiter. Jetzt haben wir ja schon mal einen Sieg, ne? Jetzt kann man natürlich wieder ständig gebeutelt werden. Round
Eieiei. Die Dinger treffen mich auch, wenn ich unter der Erde bin. Toll. Hätte mir ja mal einer sagen können. Ich hab gedacht, ich könnte schön unten durch. Nein! Ich depp, ich greife einer ran. Oh. Nein! Oh Mann! Oh, da haben wir schon wieder unsere erste Niederlage. Das darf doch einfach nicht wahr sein hier. Ich hätte gerne mal normale Kämpfer. So in meinem Rahmen Kämpfer. Computer. Mhm. Irgendwie habe ich so das Gefühl, in meinen letzten 20 Teilen, ich habe meistens immer nur dieselben Gegner. Hey, noch immer aus Deutschland. Der Lemmy. 2381. Mikuatoa. Natürlich. Fernkampf, was sonst? Gruppe D1. Na, das klingt doch schon mal wieder zumindest gleich. Aber Gruppe D1 mit 81 Siegen? Scheint ganz gut zu sein, der Kerl. Na klar. Was ist jetzt los? Müssen wir halt eben wieder unten rumgehen. So, Gruppe D1 gegen Gruppe D1, das finde ich doch mal gut. Endlich mal. Und es macht auch Spaß. Er hätte mich besiegen können, aber ich habe ihn besiegt. Nein! Gerade habe ich auf Greifen gedrückt. Na! Boah, was das hängt hier. Ey, weh, das kackt ab. Mein Kinnhaken hier. Aber was, Lemmy? War ein gutes Spiel. Vielleicht sehen wir uns auf YouTube. Aber endlich mal ein gerechter Kampf, ey.
Meine Güte. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich das gewonnen habe, sondern man konnte sehen, er hätte gewinnen können oder ich. Also das war echt ein gleichberechtigter Kampf, sage ich jetzt mal, von der Stärke her. Schön, so liebe ich es. Elena aus Italien, 91 Siege mit Lucario. Schauen wir mal. Hallo Elena. Bei mir auf der Arbeit ist jemand, die heißt auch Elena. Aber das bist nicht du. Gruppe D5. Immerhin Gruppe D. Das macht so eine Gleichberechtigung irgendwie draus. Von daher kann das wieder ein ganz netter Kampf werden. Nein! Boah, gerade wenn ich in die Luft hüpfe, ey. Achso. Wow! Entschuldigung, Lena. Aber war ein guter Kampf. Gracias. Die hat mich eben gerade beinahe fast platt gemacht in der zweiten Runde hier. Nicht schlecht. Also gut gespielt, Elena. So, ein Kampf geht noch. Mal schauen, wen wir als letztes nochmal kriegen. Ob wir nochmal verlieren dürfen oder vielleicht auch nochmal gewinnen. Wo pennt mein Kater? Immer noch Gruppe D. Endlich mal. Frankreich, 37, Xavier und Xerox. Hey, den Xavier kennen wir schon. Ist aber, glaube ich, schon eine längere Zeit her. Aber den kenne ich noch irgendwo her. Auch aus Frankreich und Xerox, ja. Willkommen zurück auf YouTube, Xerox. Xavier. Zu lange aufgeladen.
Hier merkt man wieder, dass man gegen Gleichgesinnte kämpft. Oh. Na! Xavier, Spitze! So macht das Kämpfen wieder Spaß, auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt vielleicht auch wieder auf eine Niederlage eventuell hinausläuft, so macht es Spaß. So verliert man doch ehrlich gesagt gern. Voll die Deckung aufgegeben. Wenn ich immer so lange Konter gedrückt halten will, klappt das nie. Nein! Boah, scheiße, nee. Er hat sogar gewonnen. Xavier, Glückwunsch. Gibt's doch nicht. Ich glaube, der hatte damals sogar auch gegen mich gewonnen. Meine Fresse, nee. Xavier, Glückwunsch. Aber sehr guter Sieg. Hast du klasse hingekriegt. Würde ich dir sogar Daumen oben geben, wenn ich könnte. Wunderbar. Das war wenigstens mal wieder eine grandiose Niederlage. Okay. Das war ein Spaß. Also, das hat mir gefallen. Ich hoffe euch auch und zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr noch bei mir seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen und viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und mit Pokémon Tactics oder mit was anderem bei mir auf der Seite. Und auf Wiedersehen. Tschüss.